Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit nochmal herzlich willkommen zurück, ne? Zu Monster Sanctuary. Ja Leute, ich würde gerne erstmal hier unten gucken, was hier so abgeht. Und danach gerne auch einmal oben. Wir haben ja letztes Mal endlich den Alchemisten besiegt, der tatsächlich einer von der guten Sorte mal war, zur Abwechslung. Nichts Besonderes. Hier sind nur Gegner, die muss ich jetzt nicht unbedingt bekämpfen. Ich habe ja schon genug gegrindet. Okay, ich glaube, ich brauche Maxi. Und hier sind nur wieder Drachen, die muss ich nicht bekämpfen. Was finde ich hier? Eine Kiste mit einem Kampfstab der Stufe 4. Sehr beeindruckend. Und jetzt habe ich eine Abkürzung. Prima. Ich sollte mir vielleicht auch mal angucken, dass da Lava ist. Hilfe! Da bricht mir direkt der Boden weg. Da bist du ja, Shining. Du hast meinen Kampf gegen das Champion-Monster verpasst. Ich dachte, meine Monster wären stark genug und ich habe alles gegeben, aber trotzdem verloren. Nach dem Kampf hat mich das Champion-Monster einfach gehen lassen. So als wollte es, dass meine Monster stärker werden, damit ich es eines Tages normal versuchen kann. Ich weiß nicht, was ich hätte besser machen können, aber es muss etwas geben. Mir ist etwas klar geworden, weißt du? Niederlagen bringen einen dazu, dass man aufgeben will. Aber wenn man aufgibt, kann man niemals gewinnen. Also werde ich meine Monster trainieren, mehr Erfahrung sammeln und versuchen, gegen andere Champion-Monster anzutreten. Deswegen will ich selbst ein paar Champions erwischen, anstatt dir nur dabei zuzusehen. Ich weiß, du wirst dieses sowieso besiegen. Also viel Spaß und lebt wohl, Shining. Ich bin mir sicher, wir werden uns bald wiedersehen. Was bist du? Hallo? Was sollst du denn darstellen? Also ich kämpfe gern gegen dich. Ach so, Asura. Ist das nicht hier dieses indische Gottteil mit diesen vielen Armen? Okay, du bist gegen Wasser schwach. Ich mache erstmal mein Standard-Team und wechsle danach jemanden ein. Erstmal, ja, Kraft ist wertvoller, als wenn Sip jetzt den Kampf anfängt. So. Das Schöne ist, ich habe natürlich einen Solo-Gegner vor mir und keiner der Attacken von ihm ist auf Solo getrimmt. Weil ich mir immer erst die Gruppenangriffe hole. So, Eissturm, weil ich brauche Frost auf dem drauf. Tolle Verteidigung. Es klingt so, als würde ich es sarkastisch aussprechen. Kann der meine Skills klauen? Der hat doch gerade definitiv sich den einen Booster gemopst. Was ist denn das für ein Dreckiger? Ich hole den auch mal Schwäche drauf. Weil es klappt. Ja. Oh, und Gift auch gleich. Weil ich finde das immer praktisch, wenn die weniger Schaden machen. Und da ist der Force. Jetzt kann ich mit den Eissperren loslegen. Ich wollte nur, dass der Frost hat, damit ich mehr Power habe. Volle Offensive. Autsch, autsch, autsch. Der klaut sich echt die Punkte. Sven, hau einmal den Federsturm raus und dann... Ach, ich hätte mit Zip anfangen müssen. Naja, jetzt ist er auch zu spät. Er hat Schock noch nicht drauf. Er hat gerade Schock und Verbrennung gleichzeitig bekommen. Perfekt. So, Eisspeere sind sogar die Stufe 3. Glaube ich zumindest. Ja. Guck mal, der ist ja gar nicht so stark. Nicht mal 2 Minuten für den. Ich brauche Schwenk gar nicht austauschen.
So, jetzt kannst du auf Säureregen bleiben. So, mach nochmal die Booster alle drauf, die jetzt wieder fehlen. Danke, 4 hat er sich gemopst. Eisspeere, let's go. Ich verfehle aber ganz gut bei dem. Ja, der ist nächste Runde tot. Also der ist ja echt nicht stark. Den hätte Sunny allein down gekriegt. Ja, der kriegt jetzt noch die ewig lange Combo ab und tschüss. Oh, ich muss Sunny mehr Mana geben. Der kann den Eisspeer Level 3 nur einmal einsetzen und danach geht nur noch Level 2. Oder eine höhere Regeneration. So, jetzt bin ich Hydro Ranger. Neue Gegenstände. Hoffentlich endlich auch der Massentrank. Und die Zufluchtsmarke. Super, wir haben noch eine Zufluchtsmarke gefunden. Es muss aber noch mehr Zufluchtsmarken geben. Vielleicht müssen wir noch mehr Gegenden erkunden. Wir könnten auch zum Schneegipfel zurückgehen und das Orakel fragen. Können wir? Ich will sowieso dann nochmal hin. Von der Zeitkunde-Level abbekommen. Das wäre praktisch, wenn er auf dem Feld ist. Dass wenn die Gegner erblinden, der hat ja schon diese Fähigkeit, dass die irre gut erblinden. Dann machen meine Monster auch mehr Schaden. So, auf der Karte ins Schneegebirge würde ich sowieso nochmal wollen. Weil... Dafür zoome ich jetzt mal kurz rein. Da in dem Gebiet, da konnte ich ja nur mit so einem Wasserobjekt da durch. Das habe ich mit dem Cthulhu-Monster schon geöffnet. Und genau da in dieser kleinen Lücke da ist ein Champion-Monster, das ich bekämpfen will. Und hier oben in der Ecke geht es tatsächlich noch mal weiter. Da ist, glaube ich, so ein Strandgebiet. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ich will jetzt aber dieses Gebiet hier noch zu Ende erkunden. Die kleinen Monster muss ich jetzt nicht unbedingt bekämpfen. Kurzer Skip. So, sie sind tot. Und ein Drakjungei. Aus dem man den kleinen Drachen kriegt. Das Entwicklungsitem kriegt man ja auch nochmal von den großen. Oh Gott. Sprinte! Halt Jani an! So, jetzt muss ich warten, bis der Weg wieder da ist. Und zurücksprinten! Lauf! Aber ich muss ja mal echt sagen, das Champion Monster hier, das war ja mal mega schwach. Okay, eine Werkzeugkiste nutze ich doch auch direkt. Popojuwel, eine Trommel. Klingenwitwenei, eine Harfe und ein Katar-Stufe 5. Den Skilltrank kann ich keinen von denen geben. Den Goblin-König habe ich übrigens aus einem Ei bekommen, falls ich das mal nicht erwähnt habe. Oh, ich kann Maxi ein Level-Up-Zeichen weitergeben. Na gut, hat der einen Skillpunkt früher. Ja, die Combo-Aktion da, die braucht er nicht. Ich gebe dir mal Schmieden, Stufe 2. Mit dem Tackle komme ich hier nicht durch, ne? Habe ich überhaupt noch Tackle? Nein, ich habe Tackle tatsächlich weggegeben. Na gut, würde da eh nicht durchpassen, der Stein. So, dann gehen wir jetzt hier gleich noch oben lang. Und dann sind wir hier im Lavagebiet eigentlich fertig. Gut, dass ich mir diesen Drachen geholt habe. So, bin gespannt, was wir hier finden. Salamander brauche ich nicht. Ganz ehrlich, die kleine bisschen Erfahrung kann ich mir schenken, aber muss ich jetzt trotzdem holen. Das ging schnell. Ich wollte diesen Kampf eigentlich gar nicht erst haben, aber jetzt konnte ich es nicht verhindern.
So, hier oben sind noch Sachen. Kann ich die zerschlagen? Nein. Bin ich doof? Ja. Und warum? Weil ich nie an Schnee springen kann. Habe ich irgendwen, der noch einen... Ja. Ein Omni-Ring. Der erhöht alles. Ganz ehrlich? Hast du dir verdient, Kumpel? Sip, hier bitte, ein Omni-Ring. Und für Yannick die Trommel noch. Kann er statt dem Medaillon haben. Achso, ich kann nur eine ausrüsten. Psycho hat auch einen High-Skill. Also kann ich es auch ihm geben. Ist, glaube ich, auch besser als die Version. Warte mal. Ja, komm, ist besser als der Schutzmantel. Im Übrigen, er hat zwei Waffen jetzt ausgerüstet, neuerdings. Das kann er durch den Dunkelheitsskill. So, ansonsten würde ich jetzt sagen, sind wir hier im Lavagebiet fertig, oder? Ja, ist jetzt nichts, was wir hier schaffen könnten. Wir bräuchten irgendwas, womit man diesen riesigen Stein aufhebt. Ich müsste auch mal hier zu dem Buran wegen diesen Blob-Statuen. Machen wir mal kurz einen Cut, bis wir beim Buran sind. So Leute, ich bin beim alten Buran. Hat auch gar nicht lange gedauert. Hallo, auch wie schön, dass ihr wieder vorbeikommt. Ich kann in euren Augen sehen, dass dieser Besuch seinen Grund hat, nicht wahr? Sag's nix, ich weiß genau, warum ihr hier seid. Ihr seid auf ein oder zwei dieser mysteriösen Blob-Statuen getroffen, richtig? So ist es. Wir dachten, du weißt mehr über sie. Nun ja, es tut mir leid, das zu sagen, aber ich kann euch nicht helfen. Sie sind wahrscheinlich ein Mysterium, das niemand in der Geschichte zur Flucht lösen konnte. Was? Du erwartest doch nicht, dass wir das glauben! Na gut, es ist ein gut gehütetes Familiengeheimnis. Warum sollte ich es euch auch sagen? Wie wäre es mit einer Herausforderung? Wenn wir dein stärkstes Monsterteam in einem Hydra-Duell besiegen können, musst du es uns sagen. Haha! Wolf, du weißt, wie man mich überzeugt. Gut, der Eifer unserer Monster soll auf die Probe gestellt werden. Bist du bereit für ein Hydra-Duell, Shining? Ich glaube schon. Gut, dann fordere ich dich zum Duell. Ich hoffe, du bist bereit. Ich sollte den Kampf gewinnen können. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich für jede dieser Statuen einen anderen Block brauche. Und das wird mich mega nerven, das sage ich jetzt schon. Okay. Ich weiß ja, dass hier nur zwei gleichzeitig angreifen können. In der ersten Runde. Die beiden machen den Anfang. Das sind nur Blobs. Der Kampf sollte nicht allzu schwer werden. Blobs sind jetzt wirklich nicht die stärksten Monster. Vor allem hat er nur Single-Target-Angriffe. Also... Ja, der macht kaum Schaden. So. Als nächstes der Feuersturm. So, du machst Teamplay. Im Übrigen in der Zukunft... Zuflucht konnte ich jetzt nicht so viel besonders kaufen. Also da ist nicht viel dazu gekommen. Volle Verteidigung. Also die hauen sich auf jeden Fall die Buffs drauf. Und sie haben auch noch ein Reinigen dazu. Okay, ich würde Sunny jetzt erstmal austauschen, weil er hier eigentlich gerade überhaupt nichts ausrichten kann. Die haben alle einen Booster gegen den, also er macht keinen Schaden gegen die. So, Spurenwolke! Und jetzt hätte ich gern... Ach so, ich kann ja mit dem jetzt gerade nichts machen. Sven, wärst du so nett und rettest mal eben kurz Zip vom Verrecken? Danke.
Also ich heile mit einem Trank die Gegend, was die innerhalb von 3 Runden zusammen machen. Die sind echt nicht stark. So, ich brauche immer noch Rüstungsbruch. So, jetzt darfst du alle mal heilen. Ich habe ihm übrigens die Harfe, glaube ich, ausgerüstet. Müsste ich gleich nochmal gucken. So, ich kann einen von denen one-hitten. Welcher von denen stört am meisten? Die nerven alle gleich viel. Du bist der nervigste von denen. Also wenn Sven seinen maximalen Boost drauf hat, wonnet er die einfach. Okay, dann sollte ich Sven jetzt vorerst erstmal austauschen. Irgendwer hat diese eine nervige Fähigkeit. Ich weiß nicht, wie die heißt. So, Psycho. Vielleicht habe ich ja Glück und der blendet ein. Ich brauche noch mehr Rüstungsbruch. Ja, auf allen ist Rüstungsbruch drauf. So. Ich mache jetzt tatsächlich Lebenskanalisierung. Obwohl, nee, doch nicht. Ich muss erstmal hier heilen. Ja, komm, Lebenswelle. Ich wollte Lebenskanalisierung machen und mit Psycho dann hier hochheilen. Aber ich vergesse immer wieder, wenn man auswechselt, dass man denselben nicht nochmal nutzen kann. Wäre auch ein bisschen zu OP. Aber wenigstens werden die alle blind. Das heißt, ich mache jetzt mehr Schaden. So, Rüstungsbruch haben die ja alle drauf und Gewitter macht bei 2 von denen gut Schaden. Ich habe 2 Bosskämpfe in einem Mal. Und das Schöne ist, Yannick kann komplett gegenheilen. Bei ihm die Heil-Skills sind so stark hochgeboostet. So. Du kannst als einziger den Eisblob gut Schaden machen, also hau mal rein. Keine Ahnung, wie der Blob vorne jetzt das Bluten bekommen hat. Den habe ich nämlich nicht angegriffen. Ich finde das so schön, dass er mit jedem Schlag erblinden draufkriegen kann. Einer ist kurz vorm Abnippeln. So. Schock habe ich aber einen drauf. Dann jetzt mal den Feuersturm. Ui, ui, ui. So, du heil dich mal kurz selbst. Der Trank ist stärker. Und dann hätte ich gerne Lebenskanalisierung auf allen drauf. Weil die sind sowieso am Feuer verreckt. So, die letzten 3 Blobs. Das sollen denn die stärksten Monster sein, Herr Buran? Also klar, ohne das Grinding hätte ich hier jetzt wahrscheinlich auch kein Land gesehen. Was funktioniert denn bei dem gut? Erstmal die neu mit Rüstungsbruch versehen. Würde das mal funktionieren. So, du darfst jetzt erstmal alle heilen. Alter, seine Heilung ist einfach so mächtig. Ich habe leider keine Gruppenangriffe mit ihm. Ich kill mal den. Den Donnerschlag habt ihr, glaube ich, auch vorher nicht gesehen. So, und der Regenblob hat tatsächlich wieder nur Single-Target. Und Yannick ist gestorben, weil die Debuffs hier gerade rausgehauen werden. Maxi! So, Säuresturm, dann ist der vorne auch weg.
und deinen Rüstungsbruch bekommen, jawohl! So, das zieht dir mehr. Nee, du hast eine Schwäche gegen Magieangriffe, das ist es. Du hast nicht Schock drauf, ne? Kannst du Schock verpassen? Nee, aber du kannst schmieden. Das hilft mir hier aber jetzt auch nicht viel. Buffs hat der keine. Hitzeschimmer. Ja, geschafft. Maxi hat ein Level Up. Oh, nicht schlecht. Ich bin wirklich überrascht, wie weit du gekommen bist. Ich hatte mich darauf vorbereitet, dir eine Predigt darüber zu halten, wie du deinen Monster aufziehen musst. Nun gut, du hast meine stärksten Blobs besiegt. Diese Blobs haben viele Champion-Monster besiegt, weißt du? Ich schulde euch dann wohl die Wahrheit über diese Blobs-Tun. Also es ist so. Oh, ich kann es nicht erklären. Nehmt einfach das hier, okay? Blobschlüssel. Wird genutzt, um Blob-Monumente zu aktivieren. Oh, jetzt seht ihr noch verwirrter aus als vorher. Im Grunde gibt es drei Blobschlösser, die in der Zuflucht versteckt sind. Sie sehen aus wie Blobstatuen mit Schlüssellöchern. Findet sie alle, benutzt bei jeder den Blobschlüssel. Wenn ihr euch darum gekümmert habt, geht zu dem Raum mit den drei Blobstatuen in der Magmakammer. Wo waren denn alles nochmal diese Statuen? Oh Gott, das weiß ich doch gar nicht mehr. Du kriegst jetzt erstmal hier Gesundheitstreffer. Also ich weiß, dass im Eisgebiet einer war. Ich glaube, im Sonnentempel war keiner. Ich glaube, in einer der beiden Höhlen war auch noch einer. Und hier unten links in der Ecke war, glaube ich, auch eine Blobstatue. Ich muss da echt mal gucken. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!